Herzlich willkommen zu unserem Web-Talk zum Thema, wenn es kritisch wird mit der Medienkompetenz. Was tun, wenn in der Arbeit mit erwachsenen Lernenden Fake News, Hate Speech oder Online-Sucht auftreten? Mein Name ist Lucia Bahr, ich bin von Conedo und darf Sie heute durch den Abend begleiten. Mit dabei ist auch meine Kollegin Karin Kulmer, die Sie eben gerade gehört haben. Sie ist heute vor allem für den Technik-Support verantwortlich. Karin Kulmer hat auch schon erwähnt, dass dieser Web-Talk eben aufgezeichnet wird. Und dieser Aufzeichnung stimmen Sie mit Ihrer Teilnahme eben auch zu. Ja, für alle, die live dabei sind und auch bis zum Schluss dabei bleiben, gibt es auch die Möglichkeit einer Teilnahmebestätigung. Wichtig dafür ist nur, dass Sie mit dem Namen hier sind, mit dem Sie auch sozusagen sich angemeldet haben. Genau, so viel zum Organisatorischen. Ja, was soll ich sagen? In Ihrer Lerngruppe gehen Falschmeldungen viral. Einer der Lernenden kann sich nicht vom Smartphone lösen. Oder es gibt jemanden, der im Lernforum rassistische Äußerungen postet und das mit Meinungsfreiheit begründet. Was können wir als Erwachsenenbildnerinnen eben in diesen Situationen tun? Dieser Frage stellen wir uns heute gemeinsam mit unseren zwei Expertinnen Barbara Buchecker und Johanna Urban. Sie stehen heute Rede und Antwort. Barbara, du bringst ja deine Expertise im Bereich Medienkompetenz und digitale Medien bei saferinternet.at ein und bist darüber hinaus auch beim ÖIAT als Erwachsenenbildnerin tätig. Was gibt es denn sonst noch, was man über dich wissen muss? Das sind die wichtigsten Dinge. Ich glaube, es ist aber die Themen, die du jetzt vorher angeschnitten hast, mit der Einleitung sind wir schon in all den Horrorsituationen, die wir uns nur so vorstellen können. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit den Fragen oder auch so die eigene Sicherheit, dass ich durch solche kritischen Situationen gut durchkomme, online wie offline, wahrscheinlich so eins der wichtigsten Dinge ist, die wir als Trainer, als Trainerinnen vielleicht von heute mitnehmen sollten. Danke, Barbara. Ja, Johanna, du bist im Zentrum für Lehrerinnenbildung der Uni Wien tätig, unter anderem auch im Kontext Medien- und Informationskompetenz und du bist auch freiberufliche Trainerin. Aber stell dich doch gerne auch noch selbst kurz vor. Genau, also ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Wie du schon gesagt hast, ich arbeite auch in der Lehrerinnenbildung, Ausbildung. Ich arbeite mit Volksschulkindern und bis Erwachsene, also quer durch die Bank. Und da ist das Thema bei jeder Zielgruppe irgendwie relevant. Und es gibt viele Tricks und Tipps, die wir da vielleicht heute teilen können. Und was ich noch mitgeben wird, ist, dass man nicht immer in jeder Situation gleich eine Lösung parat haben muss, sondern das Gute im Online-Kontext ist, dass man vielleicht sich mal kurz überlegen kann, wie könnt ihr am besten damit umgehen. Und genau, da können wir dann später vielleicht auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Ja, beziehungsweise auch die eigene Unsicherheit zum Thema zu machen und es gleich als einen Recherchestart in der Gruppe zu machen und miteinander Dinge zu reflektieren, weil das fällt mir auch vor allen Dingen in Schulungen mit Lehrenden, dass sich Lehrende ganz unsicher sind, aber von sich immer so das Gefühl haben, sie müssten es eigentlich wissen und sie müssten so sozusagen allwissend sein und jedes Fuzzi-Detail eigentlich im Kopf haben. Und es ist nun mal nicht so, viel wichtiger ist, wie mache ich diese Online-Recherche und die kann man auch mal miteinander machen und damit die eigene Unwissenheit eigentlich zum Kern und in einen Benefit umwandeln. Danke, Barbara, für das Stichwort, sozusagen das eigene Unwissen in das Benefit umwandeln. Wir sind heute alle auch gefragt, vor allem unsere lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch gerne Fragen zu stellen an unsere Expertinnen. Benutzen Sie dazu einfach den Chat. Ich werde den auch im Blick behalten, um sozusagen die Fragen dann auch weiterzugeben. Ja, bei diesem Web-Talk ist es so, dass ja im Prinzip drei große Themenbereiche möglich sind, über die wir sprechen können. Ja, das eine ist ganz groß Richtung Falschmeldungen, Hate Speech ist ein Thema. Und auch das Thema Gesundheit und Medien, wenn man
sozusagen Online-Sucht breiter denken will. Ja, und damit wir heute ganz gut auch einen Schwerpunkt setzen können, würde ich Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bitten, an einer ganz kurzen Umfrage teilzunehmen, zu welchen Themen Sie schon Fragen mitgebracht haben oder welche Themen Sie da ganz besonders interessieren. Da würde ich meine Kollegin Karin bitten, mal die Umfrage zu starten. Das hat sie schon gemacht. Damit wir schnell in Medias Res kommen, gebe ich Ihnen eine Minute Zeit, um zu antworten. Ich stoppe auch mit, und zwar ab jetzt. Falschmeldungen geht derzeit hoch, Hate Speech an zweiter Stelle. Falschmeldungen, 63% für Falschmeldungen, 25% für Hate Speech, 13% für Gesundheit und Mediennutzung. Ja, und in der Praxis merken wir, dass gerade Gesundheitsthemen oft im Bereich der Falschmeldungen zu finden sind. Gar nicht genau, nur hängt zusammen, erst seit der Corona-Zeit, das war auch schon davor so. Gut. Gleich nochmal 15 Sekunden, falls noch jemand lieber ein anderes Thema hochvoten möchte. Derzeit sind Falschmeldungen ganz vorne. 8 Sekunden noch, dann werden wir die Umfrage schließen. 3, 2, 1. Gut. Ja, damit haben wir, glaube ich, mit 63% einen ganz kleinen Sieger. Dann würde ich vorschlagen, wir beginnen gleich mit diesem Thema. Danke, Karin, für die Umfrage. Falschmeldungen, Fake News, Desinformation sind Themen, die uns natürlich in letzter Zeit ganz, ganz stark und massiv beschäftigen. Wir haben auch, wir haben dabei auch ganz schnell aktuelle Themen im Kopf, vor allem im Corona, aber auch Klimawandel, Klimabildung, Umweltschutz, dieser Themenbereich. Was wir aber auch ganz oft, vielleicht auch nicht ganz bewusst im Kopf haben, sind ganz bestimmte Zielgruppen, von denen wir annehmen, dass sie von diesem Thema Falschmeldungen stärker betroffen sind als andere. Ja. Es können sein, dass man im Kopf hat zum Beispiel Menschen, die wenig formal gebildet sind oder Menschen, die einen Beruf ausüben, der medizinnah ist. Ja. Ich habe in einer Tagung letztens gehört, ja, die Tierärztinnen und Ärztinnen, die sind am anfälligsten. Und ja, und da würde ich euch beide gern mal gleich einleitend fragen, was sind denn da Vorurteile und mit welchem Mindset müssen wir als Erwachsenenbildnerinnen denn da rangehen? Also ich fange vielleicht einmal an, Barbara ergänzt mich gerne. Ich glaube, grundsätzlich kann man das nicht auf eine Gruppe sozusagen beschränken. Also gerade das Thema Corona zeigt uns sehr gut, dass Falschmeldungen sich jetzt nicht auf eine Gruppe reduzieren, sondern die sind überall verbreitet. Also sei es bei Medizinern und Medizinerinnen, aber auch bei Personen, die vielleicht nicht so eine große formale Bildung haben. Also je nach durchmischt durch alle Altersstufen sozusagen, zieht sie das durch. Und ich glaube, das Mindset ist eben, dass man sich dessen bewusst sein sollte und das nicht nur einer Gruppe zuschreibt, sondern einfach wirklich, wenn man online unterwegs ist, sieht, dass sich das durchzieht. Ja, und auch nicht überrascht ist, wenn plötzlich jemand daherkommt, von dem man das echt überhaupt nicht gedacht hätte, dass der so einen Blödsinn verzapft, das aber tut und damit auch sich selbst ins Eck gedrängt fühlt. Ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss jederzeit damit rechnen, dass diese Meinungen daherkommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, viele von uns haben einfach viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen müssen oder auch können, je nachdem, wo einfach viel von diesen Dingen kursiert sind. Und Filterblasen haben einfach dafür gesorgt, dass man sich oft manchmal auch ganz schön schwer aus diesen Ecken auch wieder herausbewegt. Und ja, ich wäre ganz bei dir, Johanna, aber es lässt sich nicht wirklich auf eine Gruppe reduzieren. Und das macht ja auch unser Leben so schwer, weil ja, wir müssen leider immer damit rechnen. Okay, also wir müssen einerseits immer damit rechnen, auch irgendwie gedanklich offen bleiben, uns das auch bewusst sein, dass wir da auch vielleicht Vorurteile haben.
Das trifft einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich die didaktische Vorbereitung auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Thema arbeite, ja, ich bin jetzt Referentin für Klimaschutzbildung zum Beispiel, und ich weiß, es ist ein Thema, das ganz stark auch betroffen ist von Fake News, Falschmeldungen, Desinformation. Wie kann ich mich denn da didaktisch auch gut vorbereiten? Ich glaube, also grundsätzlich, wenn ich in dem Thema bin, wird es mir wahrscheinlich leichter fallen, weil ich dann einfach auch schon ein gewisses Vorwissen habe und dementsprechend wahrscheinlich auch schon im Vorhinein weiß, welche Mythen da so kursieren. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Was anderes ist es, wenn ich vielleicht mit dem Thema noch nicht so vertraut bin. Und da werden wir aber wieder bei dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, grundsätzlich nicht das Gefühl haben zu müssen, auf alles eine Antwort haben zu müssen, sondern durchaus einmal vielleicht schauen, was ist in der Gruppe, gibt es überhaupt Falschmeldungen oder gibt es überhaupt Mythen, die da kursieren? Weil das ist eben, natürlich muss ich darauf vorbereitet sein, aber vielleicht stellt sich das dann gar nicht so stark als Thema heraus. Und dann kann ich überlegen, eben wie die Barbara auch schon gesagt hat, kann man das gemeinsam überprüfen in der Gruppe direkt, wenn zum Beispiel was auftaucht. Also kann man die Teilnehmenden einfach auch einen Faktencheck durchführen lassen, vielleicht selbst direkt in dem Setting, wäre jetzt so eine Idee. Also ich glaube, man wird nie in einem Themenbereich jetzt da hundertprozentig jede Falschmeldung vorab schon klären können oder die Antwort parat haben auf jede Meldung, die einem da unterkommt. Das ist eigentlich fast unmöglich, würde ich sagen. Also ich glaube, diese Situation kennen viele und vor der haben viele Angst. Man weiß nicht, was man antworten soll in dem Moment und später denkt man sich, ah, hätte ich doch das irgendwie geantwortet. Aber es ist ja total okay, wenn man es in dem Moment vielleicht nicht weiß. Eben, man überprüft es dann vielleicht gemeinsam oder man nimmt es dann in die nächste Einheit mit. Wenn das eine Gruppe ist, mit der ich regelmäßig arbeite, gibt es da unterschiedliche Settings oder so. Wird jetzt im ersten, das wäre jetzt zum ersten Impuls dazu. Ich würde vielleicht noch gerne ergänzen, dass es hilfreich ist, dass ich mich im Vorfeld damit beschäftige, wer sind seriöse Quellen in diesem Themenbereich und wo finde ich die? Und damit ich die einfach auch zur Not parat habe. Ja. Und im Chat kommt schon die Frage, und auf die wollte ich eigentlich noch ganz gern schon eingehen. Wie mache ich das eigentlich? Ja, da kommt irgend sowas daher. Wie mache ich das eigentlich? Wie überprüfe ich eigentlich so eine Internetseite? Und da finde ich so in der Praxis ganz hilfreich, dass ich mir mal anschaue, wer steht hinter dieser Webseite, also mir das Impressum anschaue, mir anschaue, wer ist diese Organisation, die das veröffentlicht. Auch immer anschauen, was hat die wahrscheinlich für eine Intention, warum möchte die etwas veröffentlichen, und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil gerade bei Lobbyistenorganisationen, und da sind wir bei diesem Klimaschutzthema ganz mittendrin, ja. Da muss ich mir einfach auch überlegen, okay, warum könnte es jetzt sein, dass die welche Meinung auch immer schreiben? Also ich schaue mir an, wer ist der Autor, die Organisation, die dahinter steht, wie werden die auch finanziert? Das ist, manchmal lässt sich das herausfinden, aber wenn es zum Beispiel enorm viel Werbung auf der Seite ist, so wie auf gutefrage.de oder so solchen Seiten, da ist eigentlich ganz klar, dass es nur darum geht, möglichst viel Klicks auf eine Seite zu haben und dass hier die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es nicht vertrauenswürdige Informationen sind. Und also dieser Finanzierung, warum machen die das als ein dritter Teil? Und dann noch anschauen, wer alle referenziert denn auf diese Organisation? Also wer sagt, okay, das ist eine Grundlage, die sehen wir auch so. Wo wird das noch wahrgenommen? Wo wird das noch, kommt das noch vor? Also sozusagen so eine Recherche rund um diese Webseite zu machen. Das wären so vier Bereiche: wer, warum, wie und woher, so ein bisschen mit diesen W-Fragen mir eine Internetseite anzuschauen. Und da natürlich, und da bin ich wieder ganz bei dem, Johanna, was du gesagt hast, natürlich wissen wir das nie mit Sicherheit. Und das macht das ja auch so schwer. Und vor allen Dingen für Personen, die so den Anspruch an sich selbst auch haben, es wirklich
wissen zu müssen. Nein, wir können da oft nur mutmaßen und wir können oft das auch nur in der Diskussion miteinander versuchen, zu einer wahrscheinlichen Schlussfolgerung zu kommen. Und das ist eigentlich ganz egal, mit welchen Altersgruppen und mit welchen Hintergründen man hier arbeitet. Ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal ist es ganz schnell, dass man sich hier auf eine Sache oder auch darauf einigt, ist das jetzt eine vertrauenswürdige Webseite oder nicht, oder ist das eine vertrauenswürdige Organisation oder nicht? Mhm. Ja, also ist schon auch einiges angeklungen, was auch in diesen Fragen vorkommt. Johanna, das, was die Barbara erwähnt hat mit diesen fragengeleiteten Vorgehen bei dem Check, ist das auch, ja, geeignet für die Frage, wie einigt man sich auf Quellen oder auch auf die Frage, wie gelingt ein Faktencheck, wenn nicht klar ist, was die Fakten sind? Ja, das mit den Fakten, das finde ich halt eine sehr spannende Frage, weil natürlich, es wird immer Personen geben oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es in einer Diskussion Personen gibt, die Fakten anzweifeln. Und grundsätzlich ist für mich das damit verbunden, welche Ziele setzen wir. Also wie diese Person überzeugen davon, dass das Fakten sind, oder sitzen daneben vielleicht 10 andere, die sie unsicher sind, und vielleicht geht es dann in dem Fall um die 10 anderen, um denen weiterzuhelfen bei diesem Faktencheck. Also es kann immer sein, dass eine Person das trotzdem nicht glaubt, aber um die 10 anderen, die daneben sitzen, ist es vielleicht trotzdem wert, das auszuprobieren. Und ich glaube, es kommt natürlich aufs Beispiel drauf an. Es ist manchmal schon klar, dass es schwierig sein kann, zu beweisen, dass das Fakten sind, aber manchmal ist es doch einfacher, als man glauben wird, und lässt sich nicht so leicht in Zweifel ziehen. Also da würde ich dann mit Rückfragen und rhetorischen Fragen arbeiten, warum die Person glaubt, dass das nicht stimmt oder warum das keine Fakten sind. Also ich würde da vielleicht dann den Ball zurückspielen an die jeweilige Person, die das anzweifelt auch. Also man könnte auch sagen, im Zweifel sozusagen auch die Aufmerksamkeit auf diejenigen richten, die ja, die auch empfänglich sind, was jetzt wirklich an Medienkompetenz betrifft, wo es nicht um andere Themen geht, wie, keine Ahnung, Aufhetzen oder so. Ja, und wo es auch nicht um Glaubensfragen geht. Ja. Und ich glaube, in ganz vielen dieser Dinge geht es ja um fast ein bisschen Glaubensfragen. Es ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wo ich mich auch gar nicht abbringen lassen will von meiner Meinung, weil ich einfach felsenfest dran glaube und vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit, aber vielleicht so in meinem stillen Kämmerchen denke ich dann schon einmal drüber nach. Und es war auch noch vorher eine interessante Frage, nach wie tue ich denn das eigentlich, wenn ich in meiner Bubble feststecke? Ich glaube, da ist etwas ganz Wichtiges, andere Suchmaschinen zu verwenden. Also ich habe persönlich ganz gute Erfahrung mit der Suchmaschine Quant, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die richtig schreibe. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, man schreibt sie mit so. Ich muss nachschauen. Das ist eine, hat sich wieder mit W als an zweiter Stelle. Das ist eine französische Suchmaschine, auch unterstützt aus dem deutschsprachigen Raum ist, die die Privatsphäre achtet und die eigentlich nicht, die sozusagen aufzeichnet, was ich alles suche. Also da mir mit ein nicht so sehr auf meine Filterbubble zurückgreifen kann. Und ich kann auch Startpage verwenden, wenn ich in der Google-Suche ohne dem Google-Tracking sozusagen suchen möchte. Also einfach andere Suchmaschinen verwenden, einen anderen Browser zu verwenden, in dem ich nicht normalerweise in Facebook und Co. unterwegs bin, ist eine Hilfe, um auch aus meiner Bubble wieder herauszukommen. Und ich finde dieses Thema der Bubble gerade bei den Falschmeldungen ein extrem wichtiges, weil es auch in den sozialen Netzwerken etwas ist, was wir eigentlich mit unseren Teilnehmenden immer wieder mal auch ansprechen und thematisieren können. Ja, wie komme ich in so eine Bubble hinein?
wie funktionieren denn so Algorithmen in den sozialen Netzwerken und wie komme ich auch wieder raus? Und genau das wieder rauskommen ist oft das Schwierigere als das Hineinkommen, ja, weil die sozialen Netzwerke natürlich großes Interesse daran haben, dass ich da irgendwie mein wohliges Zuhause in dem sozialen Netzwerk finde, um möglichst viel Zeit dort zu verbringen. Also dieses aktiv mich da rauszubewegen und andere Meinungen einzuholen und andere Dinge zu liken und so auch den Algorithmus meines sozialen Netzwerkes für mich zu verändern, ist eigentlich auch eine sehr interessante Aufgabe, die man mit Teilnehmenden machen kann. Das geht nicht innerhalb einer halben Stunde, aber innerhalb eines größeren Zeitraums sehr wohl. Und das zeigt also einfach auch, wie man wieder über den eigenen Tellerrand ein bisschen hinausschauen kann. Mhm. Genau, also auch sozusagen dabei unterstützen, eben die eigene Bubble verlassen zu können. Ich möchte noch einmal zurückkommen, weil das Thema Glaubensfrage auch gefallen ist. Ich glaube, von dir, Johanna, da gab es einen ganz interessanten Einwand von Silvia Ehrhoff-Behring, die da schreibt, wenn man den Beweis erbracht hat, dass die Website oder Fakten falsch sind, dann kommt oft, okay, das stimmt jetzt hier zwar nicht, aber ansonsten kommt es doch vor. Was macht man dann? Vielleicht einfach mal fragen, ob die Person Beispiele liefern kann. Also wenn man darauf einsteigen will, ich kann natürlich auch beschließen, dass ich nicht da weiter darauf einsteige. Es ist einfach auch okay, wenn man sieht, das verläuft im Sand. Wie gesagt, ich bin da wirklich bei dem Credo, man wird nicht jede Person wahrscheinlich davon abbringen können. Es ist leider einfach nicht immer ein realistisches Ziel. Wenn man das Gefühl hat, mit der Person kann man da jetzt noch weiter diskutieren, auch in dem Bildungskontext, sage ich jetzt mal, oder in einem Lernsetting, und das hat einen Mehrwert, dann kann ich das durchaus probieren, aber es ist einfach kein Muss, finde ich. Also es ist einfach okay, das nicht weiter zu verfolgen. Und wie gelingt mir das oder wie kann mir das dann gelingen? Ich habe ja immer dann eine Gruppe, vielleicht eine sehr heterogene Gruppe, dass da eine Person ist, ja, mit der es schwierig ist, in Diskussion zu gehen, aber die auch nicht abweicht von der Meinung. Wie kann ich das wirklich im konkreten Bildungskontext, wie kann ich damit umgehen, auch um mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern weiterarbeiten zu können? Naja, im Chat steht jetzt schon ein wichtiger Hinweis dazu. Ja. Das Problem ist nicht rational lösbar und hat mehr mit der persönlichen Haltung zum Thema und auch zum Vertrauen dazu. Und ich würde auch noch ergänzen mit in der Beziehung, die man in der Gruppe oder zu den Teilnehmenden hat. Ich kann ja diese Person sozusagen wertschätzen als Person, nur nicht unbedingt in dieser Meinung und in dieser Haltung. Und wenn ich das als Trainerin aber signalisiere und damit die Person auch nicht ins Off stelle oder sozusagen gering schätze, weil sie einfach blöde Dinge glaubt, dann kann ich durchaus auch mit der Gruppe gut weitermachen. Ja. Ich glaube, man muss sie einfach auch trennen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was mir dazu noch einfällt, ist, ganz oft ist es ja so in so einem Setting, dass diese Person vielleicht dann sehr persönlich angegriffen fühlt. Und wenn ich die sozusagen vorführe vor der Gruppe, wird es vielleicht auch den gegenteiligen Effekt haben. Also es kann vielleicht auch gut sein, die Person nach dem Kurs zum Beispiel nochmal darauf anzusprechen oder nachzufragen, um eben diese Abwehrhaltung ein Stück weit auch zu vermeiden, würde ich sagen. Im Chat steht da auch oft, ich sage dann häufig, können wir uns darauf einigen, dass wir geeint uneins sind. Zusammenfassend. Zweinigung finde ich auch ein schönes Wort. Genau. Genau, aber das meine ich, es ist halt leider nicht immer realistisch, dass man da sozusagen bei allen Gehör findet. Und das ist aber auch okay so, das muss man irgendwo akzeptieren. Natürlich kann das frustrierend sein, aber das Ziel kann dann eben sein, man hat vielleicht die anderen im Kurs zum Nachdenken gebracht. Das ist schon sehr viel wert, finde ich. Mhm. Ja, und manchmal stellt sich auch wirklich im Nachhinein heraus, dass es auch für die Personen, die jetzt justament überhaupt nicht zugeben, dass man sie auch zum Nachdenken gebracht hat, das ist doch so wahr. Mhm. Gut, und da eine Nachfrage gibt es da auch noch im Chat. Argumentieren funktioniert bei Menschen, die Argumenten zugänglich sind. Was ist mit den anderen? Verstehe ich das richtig, dass die auch für sie gewissermaßen verloren sind? Für Argumente in dem Moment vielleicht schon, aber nicht als Person und nicht im Kurssetting.
Genau, also würde ich zustimmen. Ich glaube nicht, dass die Personen dauerhaft verloren sind, sondern ich bin jetzt eher wirklich auf eine konkrete Situation bezogen. Und wenn ich, also wir reden da jetzt natürlich ein bisschen abstrakt, aber wenn das ein gewisses Thema ist, das man da bespricht, vielleicht kann ich noch einen Kurs überlegen, ob ich dieses Thema Falschinformationen anhand von was anderem aufgreife. Also in einer, vielleicht nicht in der nächsten Stunde, aber zum späteren Zeitpunkt mit dem Thema Falschinformationen annähere anhand von was anderem, was vielleicht mit meinem Kurs zu tun hat oder so, um quasi die Metaebene herauszuarbeiten und die Person zu erreichen über eine andere Schiene sozusagen. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das sinnvoll ist. Ich kann ja auch sozusagen so Rechercheaufgaben und Beurteilung von Online-Quellen zu ganz harmlosen Themen machen, die jetzt gar nichts mit emotional aufwühlenden Sachen zu tun haben. Da ist so ein Beispiel, wo ich, das ich eigentlich ganz gut geeignet finde, ist herauszufinden, wie viele Einwohner hat Griechenland und wo finde ich dafür eine vertrauenswürdige Quelle, wo dann alle sofort auf Wikipedia gehen. Wikipedia ist ein guter Startpunkt für Online-Recherchen, aber herauszufinden, wie viele Einwohner ein Land hat, da muss man immer auf die Statistikamtseiten des Landes gehen. Und das kann man auch bei der Griechenland-Seite. Man sieht da, dass die Daten schon eher älter sind, die sie dort zur Verfügung stellen und dass alle die neuen Dinge, die man findet, also in Wirklichkeit irgendwelche Interpretationen oder vielleicht auch manchmal kommerzielle Webseiten sind, die halt irgendwas hinschreiben, was aber nicht vertrauenswürdig ist. Also die an einem so ganz unemotionalen Beispiel kann man sozusagen so einen Faktencheck auch machen, um einfach einmal zu finden, wie finde ich eine vertrauenswürdige Quelle für eine Frage. Und es ist auch so, die Frage, die Rolle von Wikipedia als Ausgangspunkt für Recherchen dazu recht gut geeignet, weil das finde ich halt auch immer, dass man sofort bei Wikipedia als gute Quelle für alles endet. Und Wikipedia ist eine ganz wunderbare Quelle für alles und jedes zum Starten von Recherchen. Und ich finde auch ganz viele sozusagen Quellen, die auch vertrauenswürdig sind. Aber ich muss halt immer wieder schauen, wo sind meine ursprünglichen Quellen, wo kommt das wirklich her und wer kann sowas eigentlich wissen? Das weiß natürlich nicht Wikipedia selbst, sondern die verweisen ja auch immer auf andere Quellen. Also auch das ist noch etwas, was man dann in einem anderen Mal aufgreifen kann und was dann gar nicht emotional sein muss, weil das wird jetzt wahrscheinlich wenige Menschen bewegen, diese Frage. Emotionalität, spannendes Thema, weiß ich, mir fällt dazu ein, dass ja auch die Frau Brodnik, die Journalistin und Publizistin, die ganz stark auch zu dem Thema Falschmeldungen arbeitet, auch immer so Tipps gibt, wie man jetzt zum Beispiel innerhalb der Familie mit Falschmeldungen umgehen kann. Und ein Tipp ist da eben das Thema Emotion, weil sie sagt, ganz oft geht es eben um Emotionen und auf dieser Ebene gilt es auch dann sozusagen diese Person zu berühren, also Ängste wahrnehmen und so weiter. Inwieweit ist das auch für im Erwachsenenbildungskontext sinnvoll und ratsam oder was können wir tun und wo ist es vielleicht auch anders? Also das knüpft daran an, ist wahrscheinlich jetzt noch nicht die konkrete Antwort auf die Frage, aber vielleicht der Übergang. Ich finde da ganz spannend, sich generell zu überlegen, wenn es um so kontroverse Themen geht, die oft diskutiert werden und emotional besetzte Themen, sich zu überlegen, wie positioniere ich mich oder wie kann ich mich als Trainer oder Trainerin überhaupt positionieren. Und da wollte ich nur einen Link teilen zu einer Publikation vom Europarat, die ist ursprünglich eigentlich im Schulkontext entstanden, aber ist auch, finde ich, für die Arbeit mit Erwachsenen sehr wertvoll. Und der Link führt Sie jetzt zu einer Seite beim Europarat und dort kann ich diese Broschüre aber auch auf Deutsch runterladen. Und da geht es eben genau darum, jetzt unabhängig von Falschinformationen, wie kann ich überhaupt kontroverse Themen
bearbeiten in einer Gruppe, wie positioniere ich mich selbst, und das wollte ich nur mal so als Tipp vorausschicken. Und zu den Emotionen glaube ich schon, dass man natürlich, wenn man jetzt eine Gruppe hat, mit der man regelmäßig arbeitet, dann ist es ja auch Beziehungsarbeit und man lernt die Personen kennen, und von daher glaube ich schon, dass das auch wichtig ist, einfach auch über diese Ebene ein bisschen zu arbeiten und Zugang zu den Leuten herzustellen. Also es würde jetzt eigentlich genauso sein, natürlich ist die Familie nochmal was ganz was anderes, aber Emotionen spielen sicher mit einer Gruppe, mit der man regelmäßig arbeitet, auch eine große Rolle. Und Beziehung ist in jedem Lernsetting einfach ganz wichtig. Ja. Und deswegen gibt es ja nicht das Patentrezept, wie man jetzt in der Situation umgeht, weil es kommt total auf die Gruppe drauf an. Es kommt darauf an, wie gut kenne ich die Gruppe, wie gut kennt die Gruppe mich, was für Vertrauensverhältnis gibt es da. Also es gibt leider, wie so oft im Leben, nicht das eine Patentrezept sozusagen. Genau, dann wird man da wahrscheinlich auch nicht sitzen, wenn das so einfach wäre. Gut, also vielleicht noch ganz kurz, es ist ja auch für uns nicht immer einfach. Also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema und bearbeite es mit unterschiedlichen Gruppen, aber es gibt auch für mich durchaus immer wieder herausfordernde Situationen, wo ich mir denke, okay, was kann mein Ziel sein in dieser Situation eben wieder? Und auch in die Runde gesprochen, ich glaube, es sind da viele Leute mit eigenen Erfahrungen. Also wenn da jemand was teilen will oder vielleicht auch schon was ausprobiert hat, ist sicher für alle auch spannend. Also kann man sagen, eigentlich ganz ein durch und durch Erwachsenenbildungsthema, wo es ganz stark um die Zielgruppen- und Teilnehmerinnenorientierung auch geht, auch bei diesem Thema. Gut. Ja, also liebe Teilnehmerinnen, posten Sie gerne noch, wenn Sie Fragen haben. Ja, was ich vielleicht noch aufgreifen würde, ist, was vorgefallen ist, auch so dieses Thema, inwieweit ja, muss man vielleicht jemanden überzeugen, inwieweit nicht. Und ja, die Frage ist auch, inwieweit habe ich als Erwachsenenbildnerinnen überhaupt die Verantwortung, das Thema Falschmeldungen zu bearbeiten, zum Beispiel auch, wenn es gar nichts mit meinem unmittelbaren Thema zu tun hat. Wie würdet ihr das sehen? Ich kann mir diese Situation ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es nicht mit meinem Thema zu tun hat, aber das hat sicher mit meinem Arbeitsbereich zu tun. Es kommen eigentlich immer irgendwelche Dinge daher, die potenziell Falschmeldungen sind, und es ist immer irgendwie der Inhalt, wie beurteile ich etwas aus dem Internet. Weil wenn wir es mit Medienkompetenzentwicklung zu tun haben, enden wir irgendwann dort. Ja? Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich vor diesem Thema irgendwie herumdrücken kann. Ich glaube, man muss es nur sehr proaktiv angehen unter Umständen und das einfach zum Inhalt machen. Ich meine, es wird jetzt hier im Chat noch eine Frage angesprochen, wie gehe ich mit den Störenfrieden um? Und ich glaube, sozusagen, wie gehe ich mit den Menschen um, die daherkommen und mich jetzt niederreden und alles besser wissen? Also ich bin jetzt ganz böse, provozierend. Und ich glaube, das hat jetzt überhaupt nichts nur mit Falschmeldungen zu tun, sondern die ganz klassischen Zugänge, die ich einfach auch haben kann. Mache ich sie zu Co-Trainer, Trainerinnen, gebe ich ihnen bestimmte Aufgaben, beschäftige ich sie mit anderen Dingen, beende ich plenare Veranstaltungen und gehe eher in die Kleingruppenarbeiten hinein, um diese Bühne nicht zu bieten. Also das habe ich ja zahlreiche Möglichkeiten, wie ich ja sozusagen Störenfriede in meinem Lernsetting umgehe. Und ich glaube, das hat gar nichts mit so jetzt diesem Thema zu tun. Da ist noch eine interessante Anmerkung, die vielleicht ein bisschen auch darauf anspielt, wenn das Thema Falschmeldung direkt sichtbar wird in der Lerngruppe, nämlich hier, ich habe in meiner Gruppe angehende Pflegeassistentinnen eine ungeimpfte Person, die muss mit Maske im Unterricht sitzen und ist daher eine Art Dauerprovokation, weil Medizinberuf, ja. Aber ist das permanent Thema, also abgesehen davon, dass es natürlich sichtbar dann ist, aber ist das irgendwie ein Thema, das ständig wieder diskutiert wird in der Gruppe? Oder? Unterschwellig ja, sagt Frau Lippay. Also vielleicht geht es auch darum, wie kann man ja,
diese Stimmung, diese Atmosphäre vielleicht auch durchbrechen. Vielleicht geht es darum. Wie gesagt, also da gibt es natürlich auch kein Patentrezept, aber da würde ich wirklich empfehlen, einmal die Broschüre, die ich vorhin verlinkt habe, ein bisschen da reinzuschauen, weil da auch ganz viele Methoden drinnen sind, so allgemein kontroverse Themen, wie kann ich die mit Gruppen bearbeiten, wie kann ich darüber diskutieren, wie können da unterschiedliche Standpunkte respektvoll hervorgebracht werden, finde ich eine ganz spannende Sache einfach. Das heißt, man könnte das wirklich mal zum Thema machen und methodisch herangehen. Hättest du, würde dir ein Beispiel einfallen, Methodenbeispiel, wie man das machen könnte? Also da müsste ich jetzt auch nochmal ein bisschen nachdenken, so ganz spontan. Fällt mir da jetzt, habe ich jetzt nicht die Lösung parat. Aber ist natürlich auch die Frage, ob man es an dem Thema aufhängt oder vielleicht anhand von einem anderen Thema einfach. Ganz oft, wenn man Angst hat, ein bestimmtes Thema, das offensichtlich ist, zu besprechen, würde ich empfehlen, das vielleicht über die Hintertür ein bisschen zu machen, damit einfach gewisse Funktionsweisen thematisiert werden oder gewisse Reflexionsprozesse angestoßen werden, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe jetzt leider in dem Moment jetzt kein konkretes Beispiel parat. Ich würde mich jetzt bei dieser Frage auch fragen, ob jetzt hier wirklich im richtig Sinn im Bereich von Fake News oder ob es hier nicht um das Lernsetting und die Gruppensituationen und sozusagen die Lerngruppe geht. Ich kann mir vorstellen, da geht es eher um Unwohlsein derer, die geimpft sind, die sich vielleicht fürchten vor der ungeimpften Person oder es vielleicht gar nicht angesprochen wird, warum ist die ungeimpft? Also dass eher sowas in Richtung Stärkung des Gruppenklimas hier eigentlich getan werden müsste und es eigentlich vielleicht weniger eine Frage der falschen Information ist. Vielleicht ist es aber das, aber das müssen wir eigentlich einmal herausfinden, was steht da dahinter und warum ist man in dieser Situation? Ja, also können auch gern natürlich mal lose Ideen sammeln, worum es ihm gehen kann. Vielleicht auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn sie Ideen haben dazu, wie man damit umgehen kann oder auch Erfahrungen oder auch persönliche Erlebnisse gerne posten oder auch melden. Sie können sich sozusagen auch akustisch melden. Es ist möglich, dass Sie die Stummschaltung aufheben. Dann bitte gerne tun. Okay, ja, also Johanna, du hast eben gemeint, durch die Hintertür vielleicht auch das Thema angehen, trifft das ein bisschen das Thema, was die Barbara vorher aufgebracht hat, mit dem an einem Thema sozusagen abarbeiten, das nicht so emotional aufgeladen ist? Ja, genau. Also, dass man diese Mechanismen, die sie zum Beispiel hinter Falschinformationen verstecken, eben an einem Thema aufarbeitet, das nicht so emotional besetzt ist oder nicht so kontrovers diskutiert wird. Und da finde ich es immer ganz spannend, wenn ich die Gruppe gut kenne, dann weiß ich vielleicht auch, wie die tickt in Bezug auf gewisse Dinge und kann dann natürlich passende Beispiele recherchieren. Also ich glaube, vielen wird Mimikama ein Begriff sein. Also Mimikama ist ein Verein, der hauptsächlich Fakes aufklärt. Das sind Gewinnspiele, das sind Falschmeldungen, also quer durch die Bank. Und ich finde das einfach auch ganz spannend, weil ich das auch als Datenbank sozusagen ein bisschen nutze. Also wenn ich Beispiele recherchiere, für einen Faktencheck oder so oder für ein Quiz zum Thema Fake News, dann überlege ich mir die Zielgruppe und dann gehe ich ein bisschen in die Recherche, was hat es in letzter Zeit vielleicht so an Beispielen gegeben und ich suche dann auch bewusst Beispiele aus, wo ich, das ist natürlich, vielleicht kann man jetzt diskutieren, ob ich dann auch gewisse Vorannahmen über die Gruppe treffe, aber wo ich die Vermutung habe, dass die eher darauf reinfallen sozusagen. Also ich stelle dann gerne ein bisschen Fallen. Unter Anführungszeichen. Und hast du da ein Beispiel? Ja, aus einer Gruppe, die dir das jetzt einfällt? Genau. Zum Beispiel, ich arbeite mit einer Gruppe, sagen wir mal, LehrerInnen, wo ich davon ausgehe, die interessieren sich für viele gesellschaftspolitische Themen, auch für den Klimawandel. Ist eine durchwegs gebildete Gruppe.
Und ein Beispiel wäre, dass ich einen Screenshot zeige von, ist ein bisschen schwer jetzt oder abstrakt zu erklären, ich hoffe, man kann sich es vorstellen. Man sieht einen abgeholzten Regenwald, ein Vorher-Nachher-Bild, also wie hat der Regenwald vorher ausgesehen und wie sieht er jetzt aus. In das Bild ist ein WWF-Logo reinmontiert und es steht dabei Vorher-Nachher und eben sozusagen das Thema ist, was macht die, also wie soll man sagen, die Abholzung des Regenwaldes als Problem. Und in dem Fall handelt es sich um ein Fake, aber dadurch, dass wir wissen, die Abholzung des Regenwaldes ist ein reales Problem, der Klimawandel ist ein reales Problem, werden viele der Teilnehmenden darauf reinfallen, weil sie sehen das WWF-Logo, sie sehen das Bild, wo ein Problem dargestellt ist, das aber ein Fake ist, weil es eine Fotomontage ist. Also so, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar, aber ich picke Themen raus, wo ich glaube, dass die Gruppe da darauf reinfallen wird, aufgrund der eigenen Annahmen. Kurz zusammengefasst versucht. Mhm. Das heißt sozusagen auch die eigene, also die Welt und die Bubble, in der man sich, in der man sich aufhält, so ein bisschen auch erschüttern, damit sozusagen auch sozusagen die Tür wieder ein bisschen aufgeht, Platz wird für sozusagen neue Sichtweisen. Genau. Ja, super. Ich sehe, der Link, vielen Dank, ist schon im Chat, weil es ist so ein bisschen einfacher, sich das vorzustellen, worüber ich da gerade gesprochen habe. Und Johanna, wenn ich dann dein Bild sehe, dann sozusagen könnte ich jetzt die umgekehrte Bildersuche verwenden, um mal herauszufinden, ist das ein Fake oder ist das echt? Und so würde ich wahrscheinlich dann irgendwann auch auf die Mimikama-Seite kommen. Ne? Und was ist deine Lieblingsbildersuche? Ich meine, ich verwende meistens die von Google, aber gibt es da noch bessere so? Ich verwende auch meistens die Reverse Image Search von Google. Es gibt, finde ich, ein ganz feines Plugin von Invid, heißt es. Das war, glaube ich, ein europäisches Projekt, sozusagen ein Browser-Plugin für Chrome und Firefox, wo man auch Videos und Bilder überprüfen kann. Da kann ich dann gerne den Link noch reinstellen. Das finde ich auch ganz, ganz gut. Also das ist kostenlos und kann man sich runterladen. Würde ich auch empfehlen, sich das mal anzuschauen. Mhm. Danke, Anna. Kommt gleich. Gut. Weil das ist natürlich, gerade wenn man mit Erwachsenen zu tun hat, ich meine, es ist bei Jugendlichen auch nicht anders, aber das ist so meine Beobachtung, dass dieses Glauben, dass das Bild zum Text passt oder dass dieses Bild zu diesem Social-Media-Beitrag passt, dass das wirklich aus dieser Situation, die da jetzt besprochen wird, dazugehört, das ist so verlockend. Ja? Und es ist halt so notwendig, dass man das trotzdem überprüft und da Zeit investiert, um herauszufinden, woher stammen die Bilder wirklich, weil in ganz vielen Fällen sind sie überhaupt nicht dort her, wo man denkt. Genau, da handelt es sich auch um sogenannte Hybridfälschungen, dass das Bild durchaus real ist, aber in einem anderen Kontext zum Beispiel aufgenommen wurde. Ja. An dieser Stelle darf ich vielleicht auch an ein Interview verweisen mit André Wolf von Mimikama, der eben ein bisschen erläutert, sozusagen, welche Art von Fälschungen kommen vor und ja, und welche Aufgaben haben auch wir als Erwachsenendienerin. Karin, vielleicht kannst du den Link von unserem Video mit dem André Wolf dann bei Zeiten teilen. Das wäre fein. Was mir jetzt auch noch einfällt, wenn man, weil das hat ja auch viel mit dem eigenen Bias zu tun, auch das Beispiel, was ich jetzt gerade geschildert habe. Und da würde ich ja gerne nochmal das Thema Algorithmen anschneiden auf Social Media, weil ich finde, das ist eigentlich was ganz Essentielles, was man auch mit Erwachsenen besprechen sollte. Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Mein Vater teilt auf Facebook ein Bild, kauft nicht bei Amazon, sondern kauft in der Umgebung sinngemäß, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, ich glaube, viele kennen das, vor allem jetzt während Corona ist das sowas ganz viel geteilt worden und im ersten Moment denkt man sich, ja, natürlich, wir sollten irgendwie schauen, dass wir lokale Shops unterstützen und ich glaube, das würden viele befürworten. Und das habe ich mir im ersten Moment auch gedacht. Und dann klickt man da drauf und liest einmal noch, welche Seite postet das überhaupt und kommt ganz schnell drauf. Das ist eigentlich eine total unseriöse Seite, die dieses Bild, dieses Share-Bild erstellt hat, wo ganz viele andere wirklich
teilweise diskriminierende Dinge geteilt werden, teilweise Falschmeldungen und dazwischen eben harmlose Posts. Und das ist natürlich auch Strategie, das so einzuweben, weil Personen vielleicht dann auch diese Inhalte angezeigt bekommen und diese auch teilen und dann diese Seite, die aber auch problematische Inhalte verbreitet, Reichweite bescheren. Also solche kleinen Dinge, wo vielleicht viele gar nicht genau schauen, was ist das für Seite, sondern einfach dieses Share-Bild sehen und denken, ja, das unterstützt sie und das dann gleich teilen, ohne eben, da sind wir wieder bei der Quelle, zu schauen, von wem kommt das überhaupt. Genau, ich sehe gerade das Gleiche mit Tierliebe, Tierleid, das ist genau auch so ein Thema, wo das ganz oft passiert, ja. Mhm, genau. Und ja, wo die Emotionen auch so irrsinnig hochgehen, ja. Ja, wo man direkt angesprochen wird mit Herz sozusagen. Danke, Karen, du hast den Link inzwischen schon gepostet zum Interview, vielen Dank. Ja, oben gab es noch eine Frage, die aber eher dann zu einem anderen Thema, zu diesem Hate Speech-Thema hinleitet. Deshalb würde ich an dieser Stelle sozusagen mal abrunden zum Thema Falschmeldungen. Wir haben viel gehört, dass das Thema ist, ja, Teilnehmerinnenorientierung, welche Teilnehmerinnen habe ich vor mir, das wieder mal sich bewusst zu machen, gerade wenn man mit potenziell schwierigen Themen zu tun hat, ja, dass man sozusagen auch ganz konkret Handwerkszeug an die Hand geben kann mit diesen W-Fragen, dass man auch sozusagen ein Thema weglenken kann von den Emotionen, um sozusagen da mal ja, Bereitschaft auch ein bisschen zu fördern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Gleichzeitig spielen Emotionen auch eine Rolle, gerade wenn man mit Lernenden näher zu tun hat oder öfter zu tun hat. Genau. Birgit Aschemann schreibt noch, das waren wohl Beispiele für vorgetäuschte Wertekonformität und bei den eigenen Werten sind die meisten Menschen leicht abzuholen. Genau, das trifft auch diese emotionalen Themen. Ja, gibt es noch abschließend, Johanna und Barbara, ein kurzes Statement, wenn ihr denkt, okay, Falschmeldungen und Erwachsenenbildung, das ist absolut das Wichtigste, oberste Regel. Dieses Spannungsfeld, in dem wir uns da alle befinden, zwischen ich kann es eigentlich eh nie wissen, also so dieses Ohnmachtsgefühl mit Beurteilung von Quellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so das Bedürfnis, Sicherheit zu haben und da gut sozusagen, ich kann einfach im Lexikon nachschauen und da steht es drin und da fährt die Eisenbahn drüber und das ist die letzte Wahrheit. Und dieses Spannungsfeld, in dem wir uns da alle befinden, ich glaube, das ist einfach etwas, mit dem wir alle leben lernen müssen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir einfach vermitteln müssen, dass wir es nie ganz genau wissen können, aber das auch nicht heißt, dass man die Flinte ins Korn werfen muss und sich nicht trotzdem bemüht, herauszufinden und so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was stimmt und was nicht. Also unsichere Zeiten haben wir halt auch in diesem Bereich. Und ich finde das manchmal in der Vermittlung, gerade mit Erwachsenen, besonders schwer, weil viele von uns halt aufgewachsen sind in einer Zeit, wo wir so gesichertes Wissen in der Schule erlernt haben. Und wir sind in einer Zeit, wo das mit dem gesicherten Wissen nicht mehr ganz so einfach ist. Ja. Mhm. Danke, Barbara. Johanna, von dir noch eine Ergänzung dazu? Also ich würde dem nicht überraschend zustimmen, was die Barbara gesagt hat. Also zusammenfassend ist für mich, glaube ich, essentiell, dass man Teilnehmende für Quellencheck sensibilisiert, was eh die Barbara vorhin angesprochen hat, dass man sie dafür sensibilisiert, wie funktionieren soziale Medien überhaupt, wie funktionieren Algorithmen, welche Interessen stecken da dahinter, bei den Betreibern von gewissen Seiten, aber auch auf Seiten von Social-Media-Firmen, weil am Ende des Tages sind es einfach Firmen mit wirtschaftlichen Interessen auch. Das ist für mich ganz essentiell, auch über die Schlagzeile hinaus zu lesen, also nicht sofort irgendwas zu teilen, nur wenn man die Schlagzeile liest und sie denkt, ah,
genau, das stimmt, weil das entspricht meinem Weltbild, sondern den eigenen Bias zu hinterfragen. Also, dass man solche Dinge einfach auch mit den Teilnehmenden bespricht oder sie dort zum Nachdenken anregt, finde ich einfach auch ganz wichtig. Mhm. Danke euch beiden. Ja, ein weiteres emotionales Thema ist auch das Thema Hate Speech, das ja als Begriff sehr unterschiedlich gefasst werden kann, aber oftmals geht es eben auch um Hasspostings, Hass im Netz, wo einfach Menschen menschenverachtende Äußerungen auch von sich geben und damit gezielt anderen Personen, Einzelpersonen oder Gruppen sozusagen die beschimpfen oder denen Böses nachsagen. Es kann in Social Media sein, kann in Chats sein, in Foren. Genau. Ja, und ganz aktuell gibt es auch von der Beratungsstelle des Vereins Zara dazu eine Meldung, die da gesagt hat, Hasspostings oder Hass im Netz nimmt zu. Als Zahlen haben sie genannt, also bisher war es wohl so, dass ungefähr im Schnitt 1960 Meldungen abgegeben worden sind zum Hass im Netz. Und von September 2020 bis August diesen Jahres waren es 2215 Meldungen. Ja, und ich würde gerne eben in die Runde fragen, nehmen Sie das auch wahr oder gibt es auch persönliche Erfahrungen, zum Beispiel auch im Bildungskontext, in eigenen Lehrveranstaltungen, wo Ihnen Hass im Netz, Hasspostings begegnet sind? Ich lasse kurz noch Zeit zum Nachdenken, falls ich noch wer melden möchte. Ich muss vielleicht noch schnell, weil ich lese da einen Chat mit, noch ganz kurz, ein kurzes Hopping zurück, einen Schritt zurück, weil ich da gelesen habe, gesicherte Bildung stimmt auch nicht immer. Es gibt auch da Momentaufnahmen, momentane Wissensstände der Zeit. Ich finde das ein extrem wichtiger Punkt, auch, den man auch Erwachsenen teilweise klar machen muss. Gerade Corona hat uns gezeigt, das, was wir im Jänner 2020 darüber gewusst haben, ist ja bei Weitem nicht das, was jetzt mittlerweile der Wissensstand ist. Also das Wissen einfach sehr weiterentwickelt und nicht statisch ist und dass es aber auch völlig natürlich ist, dass vielleicht Wissen mit der Zeit auch überholt wird, aber deswegen nicht automatisch was falsch ist oder falsch war zum gewissen Zeitpunkt, sondern dass man Wissen auch aus einer bestimmten Perspektive betrachtet sozusagen. Also ich finde, das letzte Jahr das extrem gut zeigt, also finde ich noch einen wichtigen Punkt. Das wird noch Janne, sicher ein wichtiger Punkt, das auch gerade was Historiker und Historikerinnen ja auch schon wissen, da ändert sich ja teilweise sogar auch noch die Vergangenheit, wenn man dann mehr herausgefunden hat. Okay. Ja. Genau, das wird dann auch als Schwäche der Wissenschaft ausgelegt. Die wissen ja gar nichts. Ja, ich glaube eben so ein grundlegendes Verständnis, wie funktioniert Wissenschaft oder wie wird Wissen generiert, das würde jetzt wahrscheinlich den Abend sprengen, aber ich glaube, das ist auch was im Kontext Falschmeldungen interessant sein kann, zu bearbeiten, ein bisschen da rein zu schnuppern. Ist vielleicht auch nicht uninteressant, wie Wissen generiert wird überhaupt. Mhm, genau, da war ja ein großes Thema auch sozusagen, im Vergleich zu, was sagen Einzelstudien, was ist wissenschaftlicher Konsens und so weiter, das spielt dann natürlich auch rein in diese Frage, ne? Und da gibt es ja ganz oft eben immer also gibt es den Begriff False Balance, was auch jetzt während der Corona-Pandemie immer wieder Thema war. Also welchen Meinungen gebe ich auch Raum? Und muss ich immer eine Gegenposition reinholen, auch wenn die absolut nicht repräsentativ ist für einen wissenschaftlichen Konsens? Und warum sollte das vielleicht in gewissen Situationen nicht machen? Also das ist natürlich auch nochmal ein spannender Punkt. Mhm. Danke, Johanna. Wichtiger Sidestep nochmal an dieser Stelle. Kommen wir mal zurück zu diesem Thema Hate Speech. Erfahrungen scheint. Lucia, darf ich deine Frage von Zara und den Meldungen noch aufgreifen? Ich meine, es ist klar, wenn eine Meldestelle sagt, okay, wir haben
immer so und so viele Meldungen gehabt und heuer haben wir doppelt so viele Meldungen, dann sind es Meldungen. Das kann viele Gründe haben. Die Meldestelle ist bekannter geworden. Die Menschen sitzen mehr vor den Computern und haben viel mehr Zeit, sich nach Meldestellen umzuschauen. Sie haben auch mehr Muße, etwas zu melden. Auch das könnten Gründe sein. Aber ich glaube, dass Zara da ganz recht hat. Wenn ich mich so durch soziale Netzwerke bewege und eigentlich egal, bei welchen Altersgruppen, dann ist das einfach wahrzunehmen. Und es ist vielleicht ein bisschen auch ein Ausdruck dieser unsicheren Zeit, in der wir leben und diesem Bedürfnis nach einfachen Lösungen, diesem Bedürfnis nach, das sind die einen einfach schuld und wenn... die sind schuld und damit ist die Sache gegessen und das Leben wird wieder einfacher. Also sozusagen dieses Bedürfnis in einer sehr herausfordernden Zeit nach einfachen Lösungen zu suchen, das ist ja etwas, was wir aus der Geschichte immer kennen. Und hier dann Sündenböcke zu suchen, herzunehmen und auch dann die Emotionen freien Lauf zu lassen, das führt schlicht und einfach heute zu Hassmeldungen und damit ist es auch völlig nachvollziehbar und logisch, dass es nicht nur mehr Meldungen bei Zara gibt, sondern dass es auch tatsächlich mehr Hasskommentare gibt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die sozialen Netzwerke ja Versuche unternehmen, automatisiert auch gegen solche Hassmeldungen vorzugehen und automatisiert auch Kommentare zu löschen. So ist es heute in YouTube gar nicht so einfach, Hasskommentare zu posten, weil das einfach aus vom System herausgefiltert wird und auch schnell wieder verschwindet. Auch die YouTube-Videos, also die YouTuber und YouTuberinnen hier Möglichkeiten haben, bestimmte Dinge zu sperren, auf Blacklist setzen zu lassen, gar nicht zuzulassen, bestimmte Begriffe in ihren Kommentaren. Also wir heute auch schon hier im Bereich der Hass, der Kommentare insgesamt künstliche Intelligenzen ja im Einsatz haben, die auch eine Maßnahme gegen solchen Hass im Netz haben. Und wenn man das jetzt wiederum bedenkt, dann sehen wir ja doch in der Praxis ganz schön viel, was vielleicht wiederum Sie zurück mit einfachen Lösungen und einfachen sozusagen Möglichkeiten mit diesen komplexen Situationen und dem komplexen Leben umgehen zu können. Vielleicht nur zur Zara-Beratungsstelle, weil ich da natürlich auch transparent sage, dass ich für Zara-Training auch digitale Zivilcourage-Workshops mache. Es ist auch spannend zu sehen, also das, was bei der Beratungsstelle gemeldet wird, eigentlich zeigt die Erfahrung, dass das meiste davon leider nicht strafrechtlich relevant ist. Also viele Inhalte sind extrem problematisch, aber nicht strafrechtlich relevant. Das finde ich auch noch einen sehr spannenden Aspekt. Und der zweite spannende Aspekt ist, dass dieser Hass im Netz in Großteil der Fälle, wenn ich mich nicht täusche, von Zeugen und Zeuginnen gemeldet wird. Also nicht von Selbstbetroffenen, sondern von Leuten, die das eben beobachten und da melden. Das trifft übrigens auch ganz stark für den Offline-Bereich zu. Das wollte ich nur ergänzen. Mhm. Ja, danke für die Innensicht. Gibt es noch einen Kommentar? Das ist ganz interessant in den Gesprächen. Also wir von Safe Internet, wir versuchen echt Werbung dafür zu machen, dass man meldet in sozialen Netzwerken. Also dass man sozusagen hier selbst aktiv wird und die Meldemöglichkeiten der Netzwerke nutzt. Und es ist ganz interessant, wie viele Leute das einfach als sinnlos ansehen und sagen, naja, das bringt eh überhaupt nichts und lass mich in Ruhe damit. Und es ist aber einfach die Voraussetzung, dass man sowohl in den Netzwerken als auch bei Meldestellen einfach meldet, weil nur so kann auch wirklich daraus gelernt werden und nur so kann auch etwas getan werden. Ja? Wenn Zara nicht diese Berichte veröffentlicht und das damit als ein Öffentlichkeitsmittel verwendet, aufzurütteln, Leute, da muss was passieren. Da ist echt, das sind große Probleme. Dann gibt es keine Gesetzesänderungen und wir haben gerade
im heurigen Jahr mit diesem Hass im Netzpaket, da gab es doch einige Initiativen in Österreich, das gar nicht so, also auch wirklich etwas dagegen tun zu können. Und wenn ich so bedenke, es kennt aber niemand. Ja, es ist auch nicht so einfach zu finden. Und wenn ich melde nach dem Kommunikationsplattformengesetz in den sozialen Netzwerken anklicke, dann muss ich auch schon viel Wissen haben, was ja auch eine gute Taktik ist, die Meldebereitschaft gering zu halten. Aber es ist zumindest ein Schritt in diese Richtung und es liegt irgendwie auch an uns allen, die wir sehen. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass Zeugen und Zeuginnen melden, die sehen, dass gemeldet wird, weil nur so die sozialen Netzwerke auch daraus lernen können und vielleicht noch weniger dieser Dinge letztendlich zu sehen sind. Und was mir noch einfällt in Bezug auf die Erwachsenenbildung, habe ich ganz oft schon beobachtet, dass Teilnehmende sagen, bei dem Thema, ja, sie beobachten das, aber sie würden da nie, sie mischen sich da nicht ein oder sie würden da nie irgendwas, also das ist ihnen zu blöd gewissermaßen, dass man sie da irgendwie in eine Diskussion involviert. Und ich würde jetzt einmal raten, dass es vielen von Ihnen vielleicht genauso geht im ersten Moment. Wir sagen nur immer bei unseren Trainings, es ist verständlich, gewissermaßen, dass man sich nicht einmischen will. Das muss man auch gar nicht immer. Es hat manchmal auch gar, muss man sich überlegen, vielleicht verschafft man wem Reichweite, die man eigentlich nicht verschaffen will. Aber was ich als Credo schon immer sehr wichtig finde, ist dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich eingangs, es geht auch um die Personen, die mitlesen. Und wenn, und was steht da unkommentiert eigentlich? Oder was darf da stehen, ohne gemeldet zu werden und bleibt da Tage oder Wochen lang stehen? Also wie wirkt das auf andere vielleicht? Das ist einfach ein extrem wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Genau, weil es geht um die Mitlesenden einfach. Immer. Ganz genau, es geht um die Mitlesenden und es geht darum, was lässt man zurück, was ist okay und was ist nicht okay. Und viele der Punkte, die da stehen, auch wenn sie jetzt strafrechtlich nicht relevant sein mögen, die sind aber nicht okay, die sind sozusagen gesellschaftlich nicht okay. Oder würde ich mir zumindest wünschen, dass es so ist. Mhm. Ja, da fällt mir auch ein, Björn Kunter von Lovestorm hat auch das bezeichnet als ja, die digitale Flucht ist einfach das Weiterscrollen, also so wie man vielleicht in der Offline, wenn man Offline-Gewalt sieht, flüchten würde, sich zurückhalten würde, ist es halt im Digitalen das Weiterscrollen. Ja, Johanna, du hast gemeint, es gibt auch die Möglichkeit, sozusagen, man muss auch nicht direkt sozusagen angreifen. Man kennt das jetzt vielleicht auch aus dem ja, Offline-Bereich, wo es Möglichkeit gibt, diese Dynamik, diese Emotion auch zu unterbrechen, indem man ja, die Situation stört, indem man zum Beispiel irgendeinen epileptischen Anfall vortäuscht oder irgendwie nervig wird auf eine andere Art und Weise. Geht das online auch? Ja, natürlich geht es online auch. Es wird uns eigentlich mittlerweile relativ einfach gemacht, weil auf vielen Plattformen kann ich einfach zum Beispiel ein GIF dazu posten, ich kann ein Meme dazu posten, ich kann irgendeinen Song von YouTube raussuchen und drunter posten. Also ich kann sozusagen ein bisschen eine paradoxe Intervention machen. Ich muss sagen, ich finde Memes als Mittel manchmal ganz gut, weil ich habe auch nicht immer Lust, dass ich jetzt da einen fünfzeiligen Text mir überlege, wie ich dieser Person am besten Konter gebe, sondern manchmal einfach nur irgendwas Paradoxes drunter schreiben, kann schon helfen oder drunter posten. In der Diskussion mit manchen der Jugendlichen, die natürlich die Memes so ganz genau, wie du das sagst, auch als das erste Mittel zur Wahl, als Counter ansehen, die finden zum Beispiel die UNO-Karte drunter zu posten, ja, nämlich die Retour. Ihr wisst schon, was ich meine. Also die, wenn ich sie hinlege, dann wechselt die Richtung. Eine der so netten Dinge, wie man das vielleicht machen kann. Das hat mir sehr, immer sehr gut gefallen von den Jugendlichen. Mhm. Oder so. Solche GIFs. Mhm. Das sind jetzt alles Tipps auch, die man ja auch Lernenden, Teilnehmerinnen mitgeben kann auf dem Weg.
Ja, aber ich meine, vielleicht ist eines ganz wichtig und wir sind ja hier im Bildungskontext. Ich glaube, eine der grundsätzlichen Dinge ist, dass wir alle eigentlich in Wirklichkeit nicht gewohnt sind, wie man auf solche Situationen reagiert. Na, irgendjemand hat schon gesagt, nachher komme ich immer drauf, wie ich besser reagiert hätte, wie ich schlagfertiger gewesen wäre. Und man muss das vielleicht auch üben und lernen. Und ich kann das vielleicht auch in ganz unterschiedliche oder ganz andere Lernkontexte einbauen, dass ich mal miteinander überlege, okay, da ist jetzt dieses Hassposting. Wie ist jetzt hier sinnvoll, drauf zu reagieren? Was wären hier Möglichkeiten, drauf zu reagieren? Einfach nur, um im Trockentraining auch für dann Situationen besser gerüstet zu sein, wenn ich sie online wahrnehme. Weil ich glaube, wir alle haben das nie gelernt. Ja? Also niemand von uns, vermutlich hier in dieser Runde, wenn ich mich so umschaue, ist mit sozialen Netzwerken und mit diesem Phänomen schon so aufgewachsen, dass man hier schlagfertig in dieser Sekunde ist, und es ist für uns alle gut, das einfach auch miteinander zu üben, ja, und dann einfach verschiedenste Dinge herzunehmen. Was ich aber glaube, was in diesen Situationen immer notwendig ist, dass ich Spielregeln auch bespreche. Also es wurde vorher das Thema, ist Sexismus eine Meinung, die akzeptiert werden muss, angesprochen. Und ich glaube, das sind Dinge, die man einfach in so einem Setting auch klar machen muss, wo hier die Grenzen sind, was eigentlich nicht okay sind und was auch nicht okay ist, wenn ich zurückschreibe. Also Beschimpfungen mit Beschimpfungen zu beantworten, das ist oft so verführerisch und einfach, aber da ist es wichtig, andere Wege zu finden und solche Spielregeln einfach vorher klar zu machen. Sexismus kommt hier nicht vor, da ist die Grenze erreicht. Rassismus, da ist die Grenze erreicht. Und hier sich durchaus auch anzuschauen, wo die Grenzen sind, weil die sind natürlich manchmal fließend. Genau, und dieses schnelle Konter ist ein super Tool dazu, eigentlich, glaube ich, für Jugendliche gemacht, Johanna, aber können alle verwenden. Mhm. Ich glaube, dazu ist die UNO-Karte auch drinnen. Mhm. Ja, Barbara, lass uns eben diesen Aspekt noch ein bisschen nochmal fokussieren, was jetzt uns als Erwachsenenbildnerinnen betrifft. Und vielleicht auch Frage an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wann ist es in unserer Verantwortung als Trainerin, Trainer, auf Hate Speech auch zu reagieren, darauf einzugehen, damit umzugehen? Naja, also immer wenn diese Situationen auftauchen, ja, und wenn einfach ganz klar ist, hier sind menschenverachtende Inhalte, hier werden Gruppen pauschal beschimpft, hier wird die Schuld da sind die schuld etc. Also wenn diese Pauschalierungen daherkommt und wenn ich das bemerke, ich meine, dann muss man das Thema ansprechen. Da muss man auch auf Menschenrechte hinweisen und einfach auf Spielregeln, die ja in fast allen Bildungskontexten da sind. Ja. Also ich meine, ich glaube, es taucht einfach auf und da muss man drauf reagieren. Wenn ich es zum Inhalt des Kurses habe, dann ist es natürlich eine andere Sache. Dann kann ich mich auch gut darauf vorbereiten. Und ich fürchte, man kann sich oft in diesen Situationen, außer man macht so wie die Johanna Zivilcourage-Trainings, die das ja auch für online gibt, man macht da konkrete Schulungen, aber sonst taucht das auf und dann ansprechen, miteinander diskutieren und auch da durchaus aufs eigene Bauchgefühl sozusagen bauen. Ja. Mhm. Menschenrechte sind immer ein wichtiges Argument. Ich würde das gerne noch an die Teilnehmerinnen weitergeben, diese Frage, nämlich eben, wenn Sie an Ihren Tätigkeitsbereich denken, an dem, was Sie tun, wann würden Sie sagen, da müssen Sie eingreifen, wenn das passiert? Und wann liegt es vielleicht auch bei der Verantwortung der Teilnehmerinnen? Aber wann müssen Sie sich dem annehmen? Bitte gerne in den Chat posten oder melden. Sie können sich freischalten. Vielleicht erbarmt sich ja uns eine Person. Das wäre fein, ja, dass wir mit mal dieses geballte Wissen, das hier ist, auch auf die Bühne bringen. Ja, hier ein Beispiel. Wenn es ein Opfer gibt, das sich nicht wehren kann,
Ja, hier sind wir so eben unserer Ansicht nach, und das mag jetzt vielleicht eine philosophische Diskussion sind, eher im Bereich von Cybermobbing, wenn es nämlich wirklich um eine konkrete Person geht, die hier absichtlich gezielt fertig gemacht wird. Wenn sich das Pauschalisierende, da sind die bla 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 schuld ist, sondern wirklich es ist die Frau Müller, der Herr Meier, dann auf jeden Fall haben wir hier eine Aufgabe und eine Rolle. Und ich glaube, hier ist es auch ganz wichtig, auch anzuschauen, wenn das in der Kursgruppe passiert, gibt es da auch noch Online-Komponenten oder nehme ich das jetzt hier in einem vielleicht einem Präsenztraining wahr? Aber was gibt es da noch rundherum? Sind da noch WhatsApp-Gruppen vielleicht, die rundherum laufen? Kann sein, dass solches Fertigmachen eine Person auch noch in meinem Umfeld dieses Kurssettings passieren? Dann in der Schule, sagen wir, dann ist es auch Aufgabe der Schule, sich dem anzunehmen, weil ich ja aus diesem Korsett sozusagen nicht herauskomme als Schüler und Schülerin. Und es wird auch hier bei einer Erwachsenenkursgruppe davon abhängen, kann ich mir eigentlich aussuchen, dass ich jetzt in diesem Kurs bin? Oder gibt es keine Alternative oder ich habe gar keine andere Möglichkeit? Dann ist es wirklich ganz wichtig, dass als Trainer, als Trainerin ich hier auch ein Auge drauf werfe und nicht wegschaue. Mhm. Und ich glaube, dass einfach die Frage ist, was hat die Einrichtung, für die ich tätig bin, der Bildungsträger, was für Richtlinien gibt es da vielleicht auch, auf die ich mich beziehen kann in einem bestimmten Setting? Also wenn es in einer Gruppe zu gegenseitiger Beschimpfung kommt oder zu Diskriminierung, vielleicht gibt es Richtlinien, auf die ich hinweisen kann. Wenn nicht, wenn das öfter vorkommt, vielleicht kann ich dazu anregen, dass sowas ausgearbeitet wird, weil das natürlich für alle Trainer und Trainerinnen eine gute Grundlage ist, auf die sie beziehen können in so einer Situation. Und ich finde auch, dass man in der Erwachsenenbildung selbst in einem Kurssetting Ismen nicht stehen lassen muss. Also auch jetzt, wenn wir jetzt der Rechtsextremismus im schlimmsten oder in einem krassen Fall hernehmen, dann finde ich, kann man das einfach auch wirklich klar benennen oder muss man eigentlich benennen, dass das nicht in Ordnung ist. Und eine Möglichkeit, wie das geht, ist beispielsweise mit dem verbalen Dreischritt, dass ich sozusagen benenne, was da gerade passiert. Also jemand wird diskriminiert. Ich möchte dann, also dann sag, wie es mir damit geht, auch als Trainerin, ich möchte das nicht. Und dann auch sag, eine Handlungsanweisung aussprich, hören Sie bitte damit auf. Wir haben Richtlinien so und so oder je nachdem, wie es halt, was halt die Handlungsanweisung sein kann. Aber ich plädiere durchaus dafür, dass wir das klar benennen. Und als Opfer in dem Sinn kann auch sein, dass ich eine Person in der Gruppe habe, die da drinnen sitzt. Und es wird geschimpft über, ich weiß nicht, zum Beispiel über homosexuelle Personen und ich habe eine homosexuelle Person in diesem Kurs sitzen, dann kann das auch durchaus oder ist es durchaus legitim, auch sie auf die Seite dieser Person zu stellen, weil das eindeutig die schwächere Person in diesem Setting ist. Mhm. Birgit schreibt dazu auch, ein Mindeststandard für die EB wäre vielleicht, wenn es im Kontext eigener Veranstaltungen inklusive Begleitkommunikation auftritt. Aber wenn ich euch beiden zuhöre, dann genügt das nicht. Aber es ist eine wichtige Voraussetzung, glaube ich auch, ja, dass diese Regeln sozusagen klar und transparent auch für die Teilnehmenden sind. Manchmal, das ist so, ja, wenn ich die irgendwelchen Kleingedrucktes dann zustimme, bevor ich in irgendwas hineingehe, da könnten schon solche Sachen auch drinstehen, aber wir müssen damit rechnen, dass es nicht alle gelesen haben und wir müssen im Anlassfall auch sozusagen bereit sein, darauf einzugehen und vielleicht mehr als nur darauf hinzuweisen. Mhm, danke schön. Die Frage ist, kann ich als Trainerin für mich gewisse Spielregeln zu Beginn des Kurses festlegen oder gemeinsam erarbeiten, vielleicht auch mit der Gruppe, natürlich wäre das noch besser, gemeinsam Spielregeln der Zusammenarbeit festlegen. Das kann auch durchaus, wenn das ein Workshop ist, halbtägiger oder eintägiger, ist das natürlich auch schon sinnvoll. Und wenn das eine Gruppe ist, mit der ich regelmäßig arbeite, natürlich noch sinnvoller. Und wenn es eine Gruppe ist, mit der ich regelmäßig arbeite, dann kann ich den Online-Raum auch sozusagen
durchaus mit einbeziehen. Ja? Also wenn ich eine Kursgruppe habe, die über ein halbes Jahr geht, die ich einmal in der Woche sehe, dann kann ich bei diesen Regeln auch aufnehmen, gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wer ist der Admin, was für Rechte sind da, wie geht man damit um, wenn jemand ausgeschlossen oder beschimpft wird. Ich glaube, dann macht das auch Sinn. Mhm, Dankeschön. Ich möchte jetzt bald dann zum letzten Thema wechseln, aber möchte einmal noch sozusagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmenden einladen, ihr Wissen auch zu teilen. Wir haben gesagt, wann begegnet uns Hate Speech vielleicht als Erwachsenenbildnerin? Da sind Chatgruppen gefallen. Ganz oft arbeiten wir natürlich irgendwie über Messenger. Gibt es da seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmenden Tipps, wie man auch gleich vorbeugen kann, dass sozusagen Hate Speech oder Beleidigungen gar nicht erst auftauchen? Bitte kurz Stichworte, erste Einfälle, die Ihnen dazu auftauchen, einfach reinposten, dass wir eine kleine Sammlung haben, die wir ja dann mit auf den Weg nehmen können. Gut, Wilfried schreibt hier zum Beispiel, wenn Abwertungen zum eigentlichen Thema werden, dann habe ich einen hilfreichen Aufhänger. Was braucht es jetzt, damit wir wieder zum Thema zurückkommen? Da komme ich dann nicht als derjenige mit dem erhobenen Zeigefinger rüber und bin weniger gefährdet, zum Streitpartner zu werden. Es würde genügen, meinen Auftrag für das Lernen Sorge zu tragen, nachzukommen. Nils schreibt, wurde schon gesagt, ein gemeinsamer Code of Conduct. Gut. Ja, und auch Rollenverteilungen finde ich ganz hilfreich. Also auch irgendjemand, der auf bestimmte Dinge achtet, auch in der Kursgruppe zu verteilen. Ja, danke schön, Barbara und Johanna und auch liebe Teilnehmerinnen. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit ungefähr, um uns noch das letzte Thema ein bisschen anzuschauen, anzudiskutieren. Das Thema Gesundheit und Medien. Ist ein Thema, das man natürlich sehr breit denken kann. Zum einen kann es gehen um Selbstbestimmung. Inwieweit bin ich auch in der Lage, selber zu entscheiden, wie häufig und wie intensiv ich bestimmte Medien nutze, sei es jetzt soziale Medien oder Games zum Beispiel. Bis hin zur Sucht kann das natürlich gehen, aber auch Begriffe wie, keine Ahnung, Mausarm, Smartphone-Nacken oder so, die berühren eine ganz andere Dimension von Gesundheit, mit der wir im Bildungskontext gerade in Online-Bildung natürlich auch zu tun haben. Wenn wir uns sozusagen den ersten Aspekt zunächst einmal anschauen, also diese Selbstbestimmung, selbstbestimmt mit Medien umgehen können, dann ist das ja auch oft ein Thema, das uns begegnet in der Weiterbildung, wenn es darum geht, in Seminaren Dinge zu recherchieren, zum Beispiel nach Themen zu suchen. Und durch diese Fülle an Informationen und Möglichkeiten der Recherche birgt es durchaus die Möglichkeit, dass man sich darin verlieren kann, einen roten Faden verliert, nicht mehr sozusagen zurückfindet zum eigentlichen Thema jetzt als Lernende. Gibt es da ganz konkrete Tipps auch, die man mitgeben kann bei der Recherche zum Beispiel? Ich meine, wir sind damit wieder beim ersten Teil des heutigen Abends schön angekommen, weil das sozusagen das ganz grundsätzlich, wie recherchiere ich etwas, wie bewerte ich Quellen und wie behalte ich auch im Auge, um was es eigentlich geht, könnten wir jetzt in diesem letzten Teil noch hinzufügen. Das ist im Prinzip dasselbe, eine Frage zu formulieren, der ich eigentlich nachgehe und dann dort auch aufzuhören, wenn ich die Antwort gefunden habe und mich nicht an die 70.000 weiteren urspannenden Dinge verlieren zu lassen, würde dazu gehören. Aber wir sind an einem Abend, alle, die oft so auch am Abend tätig sind, wissen das passiert, man verliert sich und das ist hin und wieder auch ganz okay. Und es gibt auch manchmal die Zeiten,
wo man nichts findet. Ja, also ich finde das ja, ich weiß nicht jetzt seit wie vielen Jahren und schon fast Jahrzehnten im Internet nach immer neuen Inhalten, und es gibt Tage, da finde ich einfach nichts. Punkt. Es ist so. Ich habe das irgendwann als eine Art Gesetz hingenommen. An manchen Tagen finde ich was und an anderen auch nicht. Und womit das zusammenhängt, keine Ahnung, ein Mysterium. Und ich glaube, dieses sich verlieren können, aber zu wissen, okay, das ist halt jetzt okay und ein anderes Mal nicht, ist da eine ganz wichtige Kompetenz. Ich trainiere das mit Kindern und Jugendlichen, und da sagen wir immer, naja, Eltern, Lehrende müssen Vorbilder sein, und in Wirklichkeit ist das ja ganz unfair, weil wir so, die Generation Vierteltelefon, wir sind ja eigentlich die, die viel gefährdeter sind in dieses Hineinkippen, weil für uns ist ja immer noch alles neu, was wir da finden, oder wir können uns mit manchmal noch viel größerer Begeisterung in neue Bereiche hineinfallen lassen, weil wir einfach schnell begeisterungsfähig sind von diesen neuen Technologien. Und sie sind ja eigentlich immer noch ein Stück neu, obwohl sie schon so lang unter uns sind. Aber ich glaube, es ist dieses, wie höre ich auf meinen Körper und wie merke ich, wo die Grenzen sind, in jeder Altersgruppe einfach etwas ganz Wichtiges. Und bei den Kindern, da finde ich es ganz interessant, die können das sehr gut. So die Volksschulkinder, die können eigentlich sehr gut sagen, ja, da kriege ich Augen wie, da tut mir das weh, dann wäre ich hungrig oder was weiß ich. Sie haben so ganz unterschiedliche Punkte. Und das ist bei den Erwachsenen oft viel schwerer, diesen Moment, wo es wirklich zu viel wird, zu identifizieren. Weil wenn ich sehr ungeübt bin und ich zum Beispiel habe keine gescheiten Daumen, mit denen ich schnell etwas tun kann, ja, weil ich die nie trainiert habe. Das heißt, für mich ist alles eigentlich sehr mühsam, und eigentlich würde ich nach 2 Sekunden schon aufhören, weil es mir eigentlich schon zu anstrengend ist. Aber dann habe ich in Wirklichkeit noch keinerlei Erfolg meiner Suche. Ja? Das heißt, ich muss ständig über meine Grenzen hinweggehen als jemand, der eben nicht in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Und dann wird es umso schwieriger, eigentlich die körperlichen Grenzen noch wahrnehmen zu können, weil ich ja ständig auch über sie hinweggehe. Also brauche ich Ausgleich. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich, wann immer irgendwie die Möglichkeit ist, sowas wie Augengymnastikübungen herzeige und die Leute auffordere, das zu machen. So 3 Punkte, eine in der Nähe, eine in der Mitte und eine in der Ferne. Und dann zwischen diesen 3 Punkten 10-mal hin und her zu springen und das alle halben Stunden einmal zu machen, damit die Augenmuskulatur sich entspannen kann, damit ich nicht immer nur diese gleiche Distanz habe und damit irgendwann zwangsweise Kopfe kriege und beziehungsweise auch meine Brille immer stärker wird. Und das möchte ich im Endeffekt auch nicht. Und das sind Dinge, die ich sehr wohl machen kann. Aber ich finde es tatsächlich auch schwieriger, dieses Thema, wo sind meine körperlichen Grenzen? Ja, weil wir Alten permanent über die hinweggehen müssen. Mhm. Gut, das heißt also auch diese Gesundheitsprävention gewissermaßen ist ja ein Querschnittsthema der EB, vor allem wenn wir viel mit Medien, mit Online-Bildung arbeiten. Ja, man gehört für Erwachsene natürlich auch ein Thema, sich zu verlieren. Johanna, Erwachsenenbildungskontext, das kennen wir alle bei Zoom-Meetings wie dieses gerade. Ist es natürlich oft so, dass Teilnehmende abgleiten oder vielleicht sich mit was anderem beschäftigen. Gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie auch anzusprechen, ohne dass man die Teilnehmerin brüskiert? Also ich glaube, das ist was man vielleicht eh ganz am Anfang schon ansprechen kann, indem man die Teilnehmenden zum Beispiel bittet, überhaupt wenn es einmal darum geht, dass sie die Kamera vielleicht aktivieren. Wenn das eine kleinere Gruppe ist, ist das natürlich auch schon netter und auch erklärt, warum man das gern hätte, weil es natürlich viel mehr Spaß macht, wenn man sieht, mit wem man interagiert, als wenn man in nur Namensfelder reinspricht und das Gefühl hat, da ist gar niemand. Also das finde ich schon mal grundsätzlich wichtig. Und dann dieses Abgleiten, ich finde erstens, es ist natürlich total okay, zwischendurch abzugleiten, weil einfach, selbst wenn ich
in einem Offline-Setting bin, werde ich nicht 100% fokussiert sein. So funktionieren wir, glaube ich, einfach nicht. Also es ist okay. Es ist aber wichtig, dass man natürlich mehr Pausen einplant, meiner Erfahrung nach, in einem Online-Setting. Also wirklich schaut, dass es regelmäßig Pausen gibt, auch wenn die nur kurz sind. Wenn es vielleicht einfach nur ein paar Minuten sind, 5 Minuten, dafür öfter, finde ich irgendwie wichtig. Und genau, ich versuche nur da im Chat mitzulesen gleichzeitig. Das sind einfach so kleine Dinge, und Interaktion halt ist natürlich das A und O. Aber ich glaube, da sind eh viele im Raum, die da schon ExpertInnen sind, weil ja doch wahrscheinlich alle diese Erfahrungen im letzten Jahr gemacht haben. Also ihr erzählt jetzt wahrscheinlich keine großen neuen Dinge, aber das sind ja für mich immer die grundlegenden Punkte eigentlich. Und ich würde noch gerne ergänzen, es kommt auch darauf an, was ist es für ein Setting. Heute haben wir einen Vortrag. Ja, da ist es ganz okay, dass ich zuhöre und vielleicht auch mit den Gedanken abgleite und vielleicht auch daneben mein Candy Crush Spiel spiele, wie ich es vielleicht beim Fernsehen auch machen würde. Aber wenn ich in einem anderen Lernsetting bin, dann denke ich, ist es auch ganz wichtig, dass man einfach nicht länger als 10 Minuten am Stück redet, und dann gibt es einfach eine Aufgabe, wo einfach etwas aktiv von den Teilnehmenden gemacht wird, ja, wo es gar nicht so die Verführung kommt, dass ich so irrsinnig lang dann irgendwo anders abhängen kann. Und ich glaube, dessen muss ich mir auch bewusst sein, in was für einem Kontext bin ich und wo ist es okay und wo ist es nicht okay. Und ich glaube, dass dieses abdriften können und sich auch befruchten lassen durch neue Dinge, durch Dinge, die einem da über den Weg laufen. Das ist auch etwas sehr Schönes, und wir würden uns hier viel wegnehmen, wenn wir uns das nicht auch zugestehen. Das brauchen wir auch, um einfach unseren eigenen Horizont zu erweitern. Mhm. Dankeschön. Ja, wir sind schon wieder fast am Ende angelangt. Ich würde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch mal bitten, ganz kurz noch mal Revue passieren zu lassen, was ist heute Thema gewesen und was können Sie für sich mitnehmen? Was ist so das zentrale Thema, das heute für Sie da war, damit wir das noch mal uns ganz kurz vor Augen führen können? Genau. Elfriede Berger schreibt inzwischen, das Einschalten der Kamera ermüdet, da man sehr starr sitzen muss. Es ist weniger ermüdend, ohne Kamera teilnehmen zu können. Zwischendurch kann man ja wieder auffordern, die Kamera einzuschalten. Indem einfach eine kleine Interaktion da ist, wo man irgendetwas macht, das ganz schnell geht. Absolut. Und ich meine, ich finde auch als Vortragende, wir müssen ja immer wieder Vorträge machen. Es ist uröd, eine ganze Stunde sich irgendwas selbst zu erzählen. Aber ich verstehe, dass wir hin und wieder eine ganze Stunde uns etwas selbst erzählen müssen, weil es einfach anstrengend ist mit der Kamera. Ich bin da ganz dabei. Ja. Manchmal sind die schwarzen Bildschirme einfach auch für die Teilnehmenden etwas Notwendiges. Aber wiederum finde ich es ja total spannend, weil wenn ich das mit einem Offline-Setting vergleiche, da habe ich ja auch nicht die Möglichkeit, dass ich die Kamera ausschalte. Sozusagen. Aber da schauen wir so ins Irgendwo. Und manchmal sind wir sich ehrlich, haben wir ein Publikum, da wissen wir ganz genau, die hören jetzt genau Nüsse, irgendwas, was wir ihnen sagen. Ja, vielleicht geht es auch einfach darum, dass man die Möglichkeit zu nutzen, die man eben online hat, die man vielleicht offline nicht hat. Wahrscheinlich. Ja. Genau. Liebe Teilnehmer, dann noch ein Stichwort einfach zum Sammeln, uns nochmal Revue passieren lassen, was ist heute gesagt worden. Ein Satz, Stichwörter, was Ihnen so in Erinnerung bleiben wird, hoffentlich. Ich nehme mit, steht hier bei der Diskussion mit Filterblasmenschen auf mein eigenes Ziel zu besinnen. Danke an Johanna Urban. Petra Lippay schreibt, ich kann im Offline-Setting nicht gleichzeitig und dauernd von allen angeschaut werden, das ist der Unterschied. Das noch vorher zum Anschluss. Genau. Fake News, Falschmeldungen gemeinsam überprüfen, also nicht nur richtigstellen und besser wissen als Trainerin, auch als zentrales Element. Gut.
Eine Minute gibt es noch Zeit, dann runde ich ab. Wenn jemand noch gerne teilen will, was er sie mitnehmen kann, dann gerne. Vielen Links mit, genau. Danke an dieser Stelle an alle fürs Posten. Praxisimpulse mit dem Dreischritt. Ich nehme mit, dass ich Faktencheck mit Wikipedia beginnen kann. Eine Frage gibt es noch. So. Also vielleicht nur ein Tipp. Weil da lese ich halt noch eine Frage, wohin ich mich wenden kann, wenn ich eine Person in der Familie habe, die durch Fake News sehr viel Stress macht. Also so grundsätzlich als Literatur, falls das noch nicht bekannt ist, finde ich das aktuelle Buch von der Ingrid Brodnik sehr spannend, wo es auch um Diskussionsstrategien geht. Ich glaube, es heißt Einspruch. Bitte korrigieren, wenn es falsch ist. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, dass sich da jemand im nahen Umfeld komplett verläuft, auch in Verschwörungstheorien, dann kann man sich durchaus auch an, zum Beispiel an die Beratungsstelle Extremismus wenden. Das mag jetzt vielleicht übertrieben klingen im ersten Moment, aber die geben durchaus auch sehr brauchbare Tipps und Anregungen, wenn es eben um diese Richtung geht, beispielsweise. Mhm. Danke, Johanna. Ja, eben nochmal die Meldung, sehr viele praktische Tipps. Widersprüche akzeptieren lernen. Es gibt nicht immer Lösungen. Gut, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, um das Ganze abzurunden. Widersprüche akzeptieren, Teilnehmerinnen, die Teilnehmerinnen anzuschauen, mit wem haben wir es zu tun, auch zu reflektieren, wo können wir eingreifen, wo nicht, was fällt in unseren Aufgabenbereich, was vielleicht auch nicht. Ja, gut, dann komme ich ans Ende, mache ich einen Punkt. Wir haben uns eben ein Stück weit erarbeitet und sozusagen angenähert an diese Herausforderungen, die uns gestellt werden. Ja, welche Möglichkeiten wir haben, aber wo es vielleicht auch Grenzen gibt unserer Seite. Wer sich noch näher mit diesen Themen und auch anderen Themen der kritischen Medienkompetenz auseinandersetzen will, denjenigen kann ich noch unser Dossier kritische Medienkompetenz von Erwachsenenbildung.at ans Herz legen. Dort haben wir schon seit 2018 Grundlagen und Konzepte zur kritischen Medienkompetenz versammelt und ganz aktuell im Rahmen der derzeit laufenden Woche der Medienkompetenz veröffentlichen wir auch täglich neue Beiträge und es gibt auch neue Praxisinhalte zum Thema Hate Speech, zum Thema Fake News und zum Thema Datenschutz, Big Data, dieser Themenbereich. Also gerne reinklicken. Wir werden das Thema auch weiter bearbeiten, sicher noch bis zum Sommer 2022. Wer dranbleiben möchte, ist herzlich eingeladen, unseren Newsletter natürlich zu abonnieren oder uns auf Social Media zu folgen, wo wir einfach die neuen Inhalte zum Thema auch immer posten und verbreiten. Genau. Ja, bevor ich final abschließe, möchte ich noch ganz kurz an die Karin Kulmer übergeben, die noch beschreiben wird, wie sie an ihre Teilnahmebestätigung kommen. Liebe ja, Karin. Genau. Dankeschön, das mache ich jetzt auch ganz schnell. Dazu teile ich meinen Bildschirm. Das ist nämlich dieses Mal ein bisschen anders, als es bisher war. Und zwar laufen die Teilnahmebestätigungen für diesen Webtalk über Eveno. Sie haben ja am Anfang eine Bestätigung sozusagen per E-Mail erhalten und dort finden Sie einen Link zum Buchungscenter. Wenn Sie jetzt eine Teilnahmebestätigung anfordern wollen, dann klicken Sie einfach auf diesen Link, gehen Sie ins Buchungscenter und dort können Sie sich Ihr Zertifikat im PDF-Format herunterladen. Sollte das aus irgendeinem Grund bei Ihnen nicht funktionieren, weil Sie zum Beispiel dieses E-Mail nicht mehr haben, dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, das ohne diesen Link im E-Mail zu machen. Und zwar werde ich Ihnen gleich auch noch einen Link in den Chat stellen. Dann können Sie direkt das Buchungscenter aufrufen und dort noch einmal Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Und dann kommen Sie eben zu dieser gleichen Seite, wo Sie auch die Teilnahmebestätigung herunterladen können.
Das nur in aller Kürze. Sollte es dabei irgendwo Probleme geben, erreichen Sie uns jederzeit für Rückfragen unter webtalk@erwachsenenbildung.at. So viel von meiner Seite zur Teilnahmebestätigung und ich gebe jetzt noch einmal zurück an meine Kollegin Lucia Paar für den Abschluss. Dankeschön, Karin. Ich darf noch zwei organisatorische Hinweise noch ergänzen. Und zwar wird die Aufzeichnung eben in ein paar Tagen zur Verfügung stehen unter erwachsenenbildung.at. Und ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Feedback-Umfrage auch, also an unserer Feedback-Umfrage teilnehmen, damit wir einfach wissen, wie es für Sie war. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank an unsere Expertinnen Barbara Buchecker und Johanna Urban. Danke fürs Teilnehmen. Danke, Karin, für deine Unterstützung im Technik-Support. Und natürlich danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer fürs Dabeisein, aber auch für die Fragen, die sie gestellt haben. Das ist ja für ein Format wie dieses immer ganz wichtig und belebt dieses Format natürlich auch, dass sie ihre Erfahrungen und Fragen einbringen. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.